müssen wir das jetzt machen. Kann die Zeit wirklich irgendwie blind? Kein Bikepark, dass ich einen Sprung einbauen durfte. Jetzt habe ich schon verraten. Viel Spaß. Danke. Danke. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sind heute in Einbeck und zwar bei den Blackberry Trails. Hier findet ihr auf jeden Fall nochmal die ganzen Verhaltensregeln. Plus könnt ihr natürlich immer einen QR-Code scannen und einen Trail-Taler da lassen. Das gibt es eigentlich bei fast jedem Trail-Center, damit dieser Verein auch stehen bleiben kann und sie auch die Trails pflegen können. Hier oben seht ihr auch schon die zugehörigen Farben mit den Strecken. Und genau, also da sind noch die anderen. Aber für mich geht es jetzt erstmal auf die Freeride. Und zwar werde ich mich, Schwierigkeit schwer, aber es macht nichts, weil ich kenne die schon vom letzten Mal. Genau, ich werde mich jetzt erst ein bisschen einfahren und dann würde ich sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Also, let's go! Ab in die schwarze Freeride. Übrigens ist die schwarz, weil die wirklich einige Sprünge auch in sich hat. Also, guckt euch die gerne vorher einmal an. So, mein Begleiter ist heute auch am Start. Miau! Hier im oberen Teil der Freeride gibt es hier übrigens auch noch ein neues Feature. Wenn man hier rechts abbiegt, kommt man zu einer selbstgebauten Wippe. Dann fährt man einfach rauf und dann wippt sie nicht runter, weil man zu leicht ist. Mann! Okay, das mache ich auf jeden Fall nochmal. Rauf. Einmal absteigen. Nein! Kann nicht sein, wirklich. Okay. Also, ich weiß nicht, woran das liegt. Also, sie ist schon wirklich, also, es ist schon wirklich schwer, ne? Ja. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr diese Wippe schon allein mit eurem Körpergewicht geschafft habt oder nicht. Okay, ich würde sagen, ich fahre jetzt weiter. Ciao! So, genau, die Freeride ist ja in schwarz schwer eingeteilt. Und ich muss sagen, also ich finde sie auch schwer. Dadurch, dass sie so einige Sprünge hat, die ich mir auf jeden Fall vorher angucken würde. Also ich habe mir die auch vorher angeguckt. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich springe die blind. Woohoo! Ja, macht auf jeden Fall mega Bock. Das eben war ein kleiner Bonalock mit Angstleiter. Das bedeutet, ihr könnt auch eigentlich fast jeden Sprung hier erstmal quasi langsam abrollen. Da ist übrigens die Truppe. Ja, immer samstags. Warte, ich nehme euch mal eben ab. Also immer samstags ist hier gemeinsamer Trailbau-Buddeltag angesagt. Das bedeutet, die ganzen Mitglieder aus dem Verein oder eben Freiwillige, ich zeige das mal so von Weitem, so erkennt man ja niemanden, ja, buddeln hier fleißig und arbeiten für uns. Mega geil, also dicken Respekt generell an diesen ganzen Verein hier. Und genau, ich bin jetzt auf dieser Zwischenspur quasi. Also sieht das jetzt hier aus. Das heißt theoretisch, könnte ich mich jetzt auch entscheiden, einen anderen Trail weiterzufahren. Also fast alle Strecken, glaube ich, führen hier so runter. Dann gibt es hier diese Mittelstrecke und der Freeride Trail geht jetzt hier weiter. Also da werde ich gleich weiter düsen. Aber ansonsten könnte man theoretisch auch einfach wechseln. Ja, mega. Daumen nach oben. Ah, ihr könnt eh mal einen Daumen nach oben da lassen, ne? Um mich zu unterstützen, kostenlos. Und ein Abo da lassen. Danke. Hier weiter in die Freeride. Und die beginnt hier auch schon direkt mit so einem North Shore-Element. Oh ja, das macht auch mega Bock. Wuhu! Oh
ich finde die Freeride hier so geil. Man bekommt so viel Speed. Hier sind die ganzen North Shore-Elemente. Ich liebe das. Das ist einfach mal was anderes. Vor allem hier so mitten im Wald, Leute. Das ist kein Bikepark. Ich wurde auch letztens gefragt bei Instagram so, ey, wo bist du? Welcher Bikepark hat denn schon geöffnet? Nee, nee, Leute. Das macht alles der Verein hier. Also mega, wirklich. So hammerspaßig. Ich liebe diesen Trail. Ich muss wirklich sagen, das ist einer meiner absoluten Lieblingstrails. Also wenn ich mich entscheiden müsste, Trail Center, Lieblingstrail, die Freeride. Weil ich bin schnell, da sind Elemente, da kann man springen, da kann man Speed aufbauen. Alles, was die Marlon feiert, wirklich. Es sind übrigens drei verschieden große Drops. Auch wieder mit einer Angstleiter, das heißt, man kann ihn abrollen, kann sich so eben dann steigern. Leicht, mittel, schwer, sage ich mal. Und genau, die Landung ist auch relativ lang gezogen hier. Also zum Üben auch wieder richtig optimal. Das ist übrigens eine Schiebestrecke, beziehungsweise könnte man auch hochfahren. Genau, die führt parallel zur Freeride. Das bedeutet, man kann sich von hier theoretisch auch schon einige Sprünge anschauen. Und ich war ja schon mal hier. Ich verlinke euch das Video einmal in der Infobox. Da zeige ich euch auch noch andere Sachen von außen. Boah, ich kann nicht mehr. Da zum Beispiel seht ihr diesen Drop, also diesen Bonalock-Drop. Genau, und da ist auch halt eben eine Angstleiter, damit man ihn erstmal einfach abrollen kann. Finde ich auch richtig gut, dass das hier überall gibt. Ich muss einmal erklären, wo wir sind. Ja genau, also wir sind jetzt im unteren Teil der Jumpleiter. Hier wurde gerade frisch gemauert. Und zwar ist es auch quasi so ein schräger Gap. Aber da es eben frisch gemauert ist, dürfen wir den heute noch nicht springen. Aber wir gehen jetzt mal zum Kollegen da hinten. Ich muss mal nach dem Namen fragen. Ich bin im Namen merken wirklich Niete. Von den die beiden Wellen, die kannst du doublen, wenn du willst. Ja. Oder du rollst sie halt ab. Ja. Oder kannst du ganz oben starten, dann den kleinen Drop, dann hier doublen. Ja. Und dann, wie gesagt, erstmal abrollen und dann, ja, wenn du magst. Ja, wenn das nicht kaputt macht. Nee, alles gut. Okay. Das ist. Okay, dann testen wir das jetzt mal. Ihr habt ja wahrscheinlich eben schon mitbekommen, dass ich einen Sprung einweihen durfte. So geil. Und jetzt schiebe ich gerade nach oben und möchte die Jumpline einmal komplett fahren. Genau, das ist mein Plan. Also ab nach oben. So, das erste Mal die komplette Jumpline. Ich freue mich. Wuhu! Geil, sogar geschafft. Okay. Ah, den haben sie nochmal ein bisschen anders gemacht. Ich muss immer schauen, ob ich die schaffe oder nicht. Anliga ist für Marlon ja immer ein bisschen, ne? Richtig geil Speed. Aber guck mal, hier zum Beispiel gibt es auch zwei verschiedene Stufen. Das heißt wieder so ein bisschen Freeride-mäßig. Naja, ihr wisst ja, ne? Übung macht den Meister. Genau, jetzt kommen wir gleich auch zu dem Stück, das komplett neu ist. Ich weiß gar nicht, ob das hier schon losgeht. Da hinten sitzt mein Kameramann. Hier nochmal so zwei schöne Tables. Jetzt kommt die Kurve. Und jetzt kommt die Drohne. Naja, passt. Der ist noch gesperrt. Na gut. Ja, das heißt, falls ihr jetzt hier seid, könnt ihr die neue Jumpline fahren? Ja, mega. Nur mit Halbschale. Hallo, ich bin hier. Hallo. Übrigens, wir gehen jetzt zu dem Road Gap. Jetzt habe ich schon verraten. Also, es gibt eine Neuigkeit hier. Und zwar gibt es einen Road Gap, der ist ungefähr so 5 Meter hoch, oder? Ich glaub, wie hoch ist der Road Gap? 5 Meter? Nee. 4?
mal. 2,5 vielleicht höchstens 3. Echt? 2,5? Ja, an der Stelle, wo du springst, aber von da, wo du abspringst, bis zur Landung. Landung. Aber mehr so 4 Meter, würde ich sagen. Ja. 4 Meter. Ich zeige euch das. So. Enduro. Oh. Meine Stimme. Ich kann nicht mehr. Da war gerade genau so ein Stein. Ist ja auch egal. So, kleiner Drop. Bam. Sehr gut. Landung auf jeden Fall. Ups. Sehr weich. Nur danach komme ich mal wieder nicht klar. Wie immer. Das ist immer meistens so bei mir, weil ich nicht so weit nach vorne schaue. Also eigentlich muss mein Blick noch viel, viel weiter nach vorne. So, Achtung, Drop. Beziehungsweise hier ist der sogenannte Road Gap. Er ist wohl insgesamt 2 Meter hoch, aber mit Landung eben 5 Meter. Jetzt zeige ich das mal kurz von der Seite. Genau. Und jetzt seht ihr, wie man den springt. Hä, man hat ja die Landung noch nicht mal gehört. Ja. Also, hä? Das war ja wie eine Feder. Alter. Ich fahre heute dran vorbei und bin nicht richtig auf dem Pedal. Oh Mann, was ist denn das hier? No. Genau, hier alles sehr naturbelassen. Hier nochmal so ein kleines Sprüngchen. Hier nochmal ein Sprung und hopp. Wuhu. No. 2 Doubles. Nochmal ein Sprung. Wuhu. Genau, man könnte alles hier abrollen oder springen. Hier gibt es was Neues, aber es ist noch nicht fertig. Und zwar, Alter, kommt hier so, keine Ahnung, irgendwas Neues hin. Zeige ich euch dann wahrscheinlich beim nächsten Mal. So, jetzt gleich kommt noch mal ein Drop. Warum ich das weiß? Weil ich diese Strecke schon mal gefahren bin. Wuhu! Geil. Einfach nur geil. No! Ich weiß nicht, ob ihr eben den kleinen Maulwurf gesehen habt. Namens Kameramann. Das war ja witzig. Genau, hier unten ist der Enduro relativ gechillt. Gechillt. Ich weiß nicht, es ist übelst windig. Ich hoffe, ihr habt mich richtig verstehen können. Ja, und dann sind wir auch schon wieder unten angekommen. Übrigens, hier unten gibt es auch nochmal die ganzen Regeln und den Trailtaler. Und genau, wir haben jetzt da unten an der Straße übrigens geparkt. Die Straße heißt An den Teichen. Genau, und dann seid ihr quasi schon gleich hier. Das war's jetzt auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten, wenn ihr mal hier seid, wünsche ich euch ganz viel Spaß und die neuen Futures. Probiert sie einfach aus. Man kann sich ja auch langsam rantasten. Und ja, bis zum nächsten Mal. Adios, gut, ciao.